Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Heute beschäftigen wir uns mit den Motoreinstellungen. Wir haben die magere Einstellung gewählt. Fahr 3 Runden und unterbiete in jeder Runde die vorgegebene Zeit. Dein Speed ist gut, mach so weiter. Hast du dich ganz nach vorne geschoben? We'll be right back.
benötige Daten. Damit können die Mechaniker das Auto weiter optimieren. Respektabler fünfter Platz. Gut gemacht. Wir denken, dass du problemlos die nächste Session erreichen wirst. Mach nicht zu viel Druck. Also los, Jungs, setzen wir diese Änderungen um.
Noch 5 Minuten in dieser Session. Alles ist bereit. In dieser Session und wir stehen noch unter dem Strich. Du brauchst jetzt eine schnelle Runde, sonst ist das Qualifying vorbei für uns. Q2 erreicht. Das Auto ist fertig. Los geht's.
dass du auf angefahrenen Reifen unterwegs bist. Damit solltest du etwas früher pushen können, sobald sie auf Temperatur sind. Moment auf Platz 10.
Sprit aus. Du musst in den nächsten Runden an die Box kommen. Wir bleiben noch 5 Minuten in dieser Session. Das reicht gerade noch für 2, maximal 3 Runden. Du hast Q3 erreicht. Gut gemacht. Die gewünschten Änderungen vornehmen. Noch 5 Minuten in dieser Session. Auf geht's! Noch 3 Minuten.
Minute, nur noch eine Minute. Sekunden in dieser Session. Wir sind etwas hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben, aber vom sechsten Startplatz aus haben wir morgen noch alle Chancen auf eine Podiumsplatzierung. Leider wird das neue Teil nicht rechtzeitig zu diesem Rennen fertig. Die Jungs wollen es noch weiter überarbeiten. Im übernächsten Rennen solltest du es dann nutzen können.
Wir sind bereit. Den Titel noch holen, aber dafür brauchst du gute Ergebnisse. Los, gib alles! Überholen, etwas vorsichtiger sein, sonst bekommen wir noch eine Strafe. Thank you.
haben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen.
Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Nach unseren Schätzungen kommt Vettel in 3 Runden zum Reifenwechsel rein. Stop nicht! Hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. We'll be right back.
zwei Plätze vor dir. Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Das war die schnellste Rennrunde.
Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Ziemliche Lücke auf deinen Verfolger herausgefahren. Verkehr auf, sei vorsichtig. Thank you.
kommen aber sicher näher. Eine Gruppe langsamerer Wagen. Thank you.
bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus. Sekunde.
auf diese Runde. Wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Laut unseren Zahlen muss Rosberg in den nächsten drei Runden an die Box. We'll be right back.
Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Das Team hat ausgerechnet, dass Rosberg in den nächsten zwei Runden an die Box fährt. Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht beeinträchtigen. Push weiter. Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Du hast zurzeit 3 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 3 Sekunden.
auf dem Weg an die Box. Nico an der Box. Langsamere Fahrer, Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Sekunde pro Runde liegen. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt, sieht aber nicht dramatisch aus.
Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Hat gerade einen neuen Satz harte Reifen bekommen. Vor dir ist eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Bereitet sich auf einen Boxenstopp vor. Sieht nach Alonso aus.
Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Thank you.
in dir. Thank you.
Vettel hat dir in der letzten Runde eine halbe Sekunde abgenommen. Rückstand. Eine Sekunde.
hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Sieht gut aus, wir werden sie aber im Auge behalten. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Wir empfehlen Gemisch 2. Gemisch 2. Im Moment sieht die Spritmenge gut aus. Etwas schwächere Rundenzeiten als du. We'll be right back.
Gratulation zum Sieg. Erster Platz. Du bist jetzt auf Platz 3 in der Fahrerwertung.